Ja, ich möchte die Fragerunde im Publikum beenden. Wir sind ein bisschen in Zeitverzug und wollen in eine Zwischenrunde gehen. Und diese Zwischenrunde haben wir mit Ja-Nein-Fragen, werden wir Ja-Nein-Fragen stellen. Wir haben dazu Fragekarten oder so Kärtchen vorbereitet und wir wollen die Kandidaten einfach ein paar Sachen fragen und sie einfach nach ihrer Meinung, nach ihrer Ansicht einfach bitten, Ja oder Nein. Und natürlich können wir bestimmte Sachen, wie das Wahlalter ab 16 zum Beispiel, da könnte man natürlich noch einiges dazu sagen oder andere Sachen, wo man natürlich viele Sachen noch dazu sagen kann oder differenzierter betrachten müsste. Aber in dieser Runde geht es nicht darum, sondern wir wollen hier einfach das Feld nochmal breiter aufziehen und wollen einfach nochmal fragen, ganz kurz, ja oder nein, wie sehen Sie das als Landratskandidat? Ja, und wir fangen mit einer Frage an und die heißt Tempo 130 auf Autobahnen. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz, nicht so hoch halten, sondern ein bisschen weiter tiefer, dass wir noch sehen, wer hinter dem Schild ist. So, im Anschluss an die Frage 1 natürlich, die Frage 2, fahren Sie schneller als 130? Ja, eine sehr aufschlussreiche Frage. Legalisierung bzw. Freigabe von Cannabis. Cannabis, Freigabe von Cannabis, Legalisierung von Cannabis. Stromtrassen entlang der Autobahn. Sollen Windräder im Steinwald aufgebaut werden? Profitiert der Landkreis Tirschenreuth von Europa? Soll die Deutsche Bahn weiter ausgebaut werden? Tschechien, ein guter Partner für den Landkreis? Der Landkreis setzt zukünftig mehr auf digital. Mehr Bürgerbeteiligung auch zu Landkreisthemen. Wahlalterabsenkung, wählen gehen ab 16 Jahren. Wählen gehen ab 14 Jahren. Mehr Zuschüsse für die Jugendgruppen im Landkreis. Den Kreis Jugendring weiter ausbauen und stärken. Könnte man da mal ein Bild machen, bitte? Dankeschön. Paxi, ein Volltreffer für den Landkreis? Ein Hinweis zur Kinderrechtsausstellung, die hinten an der Wand ist. Der ist dann auch im März im Landratsamt zu sehen. Kinderrechte ins Grundgesetz. Der Brexit, also der Ausstieg Großbritanniens aus Europa, für den Landkreis gut oder schlecht? Ist es gut, dass der Kreistag von 60 Sitzen auf 50 verkleinert wird? Sind Sie für eine stärkere Überwachung von öffentlichen Plätzen in Deutschland und auch im Landkreis Tirschenreuth, zum Beispiel durch Videokameras, zum Beispiel durch Videokamerasüberwachung, um so besser zum Beispiel Terroranschlägen verhindern zu können?
um Terroranschläge verhindern zu können. Also mehr Videoüberwachung, um Terroranschläge zu verhindern. Finden wir sie einmal auf einer Demo Fridays for Future. Ja, und eine aktuelle Frage zum Abschluss. Kassenbons für Kleinwaren sofort abschaffen. Kassenbons für Kleinwaren sofort abschaffen. Also abschaffen, die Kassenbons abschaffen. Dankeschön fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Speed Dating. Ich glaube, wir fangen an. Nächste